Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Together von Forcecraft. Mit mir ist hier Smoker. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier gespawnt. Und ja, ich muss mal sagen, eine ganz schöne Gegend eigentlich hier. Ja, dann würde ich sagen, sammeln wir jetzt gerade erstmal Essen, oder? Weil hier gerade so schön viele Schweine sind. Smoker? So, machen wir das einfach mal, aber ohne Schweine ist es doof. Muss halt mit Hand machen. Mit Hand mache ich was anderes. Nein. Es soll ja noch jugendfrei sein hier. Dann das Schwein läuft vor mir weg? Geht doch. Ich hau euch jetzt einfach mit Sieg. Diese Hühner sind aber auch flink, ey. Das ist ja zu fassen, ey. So. Eine Keule. Ich würde sagen. Wie die durchdrehen, wenn man die schlägt, ne? Vielleicht. Ohne Sonnenblumen, nee. Ich nehme mal zwei Stück mit für unser Haus. Soll ich jetzt schwul rüberkommen, aber. Nichts gegen Schwule. Ich kenne auch eigentlich niemanden, aber. Ja. Kommen wir doch mal hier hoch. Oh, nee, hier ist eine Ritze. Kiko, ich habe doch gerade davon geredet, dass es noch jugendfrei sein soll. Ja, aber ist doch so. Das Schwein will gucken. Oh. Ja, genau. Toll, echt toll. Gut, hier ist echt. Und Gottes Frau, die Backofen würde. Ja, viel Kohle. Alter, schluck mich da nicht runter. Sorry, Mann. Ich würde sagen, das Kohle, Eisen. Egal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber wir hatten davor auch schon eine kleine Folge gestartet. Ja, da hat sich Kiko überlegt, einfach mal in der Lava baden zu gehen und hat dadurch alles verloren. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal schreie Lava, dann. Okay, da hinten ist Holz. Ich würde sagen, wir müssen dazu sagen, dass ich vorher noch in dieses Loch reingefallen bin. Genau. Ich meine, er will in das Loch reinschauen, aber hat vergessen, seinen Finger von der W-Taste zu nehmen. Ja. Naja, gut. Wir brauchen noch Wolle, ne? Pilze. Oh ja, Wolle fürs Bett. Aber nee, wieso Bett? Ich meine, wenn wir schlafen gehen, dann wird es doch eh nicht dunkel, oder? Dann wird es eh nicht schnell heller, weil wir sind ja Multiplayer. Klar, wenn alle schlafen, wird sofort wieder Tag. Und die Position wird gespeichert. Ja, in der Hinsicht ist einfach Kiko viel schlauer als ich. Ich kann nur bauen. Also ich sammle Holz, wir dürfen uns noch nicht verlieren. Holz. Also wir treffen uns bei dem Baum. Ich mache mir erstmal eine kleine Crafting-Box. Dass wir... Die stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Ich würde sagen, hier bleibt... Erstmal stelle ich jetzt hier hin. Dann mache ich mir erstmal ein kleines Schwert, dass wir uns wenigstens die Viecher schneller da. Oh, genau, so können wir abschließen. So, ich würde sagen, du sammelst Holz, ich sammle Fleisch und Wolle. Jo. So, einmal Wolle. Fleisch. Ja, Pilze, vielleicht für eine schöne Pilzsuppe zum Abend, wenn es dunkel ist, vom Kamin. Ja, kann man so nehmen. Nicht, dass sie das Falsche von uns denken. Das wäre nicht so. Ne? Schön auf dem Teppich sitzen und dann... Naja, das sehen wir ja alles in den nächsten Folgen. Schwein. Dieses Huhn, ne? Das gibt nicht mal Fleisch. Ab und zu, ne? Da ist man schon so nett und bringt's um. Das kriegt man dafür nichts. Ja, gerade habe ich auch das Schwein in die Schlucht geschubst und ist auch nicht, hat auch nichts gedroppt. Ey, das war so fies, ey, das... Das, wollte springen. Ich habe ihm nur geholfen. Seht ihr, Leute, wie unfair Kiko ist? Er meckert mich an, weil ich ihn fast in die Ritze schubst, ne? Und dann schubst du, rennst du schon wieder unter der Erde rum? Ich baue Stein ab. Ja, Kiko, ne? Aber nicht wieder die Steine in der Lava, gell? Nein. Penner.
Da fällt man einmal aus Versehen in die Lava und dann sowas. Dann wird man die ganze Zeit damit aufgezogen. Warte nicht mal, ich bin ein bisschen erkältet, ich hoffe, euch stört's nicht. Und ja, ich erzähle euch mal ein bisschen was von unserem Server. Also wir waren zuerst auf einem anderen Server, da war Blackigo Admin, haben wir uns kennengelernt und ne, so ein, zwei Dates, mein Spaß. Also ich glaube, er konnte mich eigentlich ziemlich gut leiden, ich ihn auch. Bester Admin war da drauf, auf jeden Fall. Und ja, dann hatten wir, beziehungsweise er hatte dann Stress mit unserem Chef. Bleib mal stehen. Wo ich Admin wurde. Oh, dankeschön. Bitteschön. Hatten wir ein bisschen Stress, wo ich Admin wurde, beziehungsweise die. Und ja, da haben wir uns überlegt, da wir ja alle beide ziemlich begabt im Bauen sind, sage ich jetzt mal, warum machen wir uns nicht einen eigenen Server auf? Ja, dann ist Kiko eingefallen, dass er noch einen 6-Slot-Server hat, den wir erweitern könnten. Ja, dann haben wir uns erstmal eine Map aufgebaut und wir werden wahrscheinlich auch zwischendurch ein kleines Let's Play auf unserem Hauptserver machen. Dass ihr auch seht, wo wir eigentlich spielen. Nicht, dass ihr denkt, wir hocken den ganzen Tag noch hier drin und warten, bis wir wieder eine Folge machen können. Und ja, also erstmal versuchen wir es auf jeden Fall hier ein bisschen was aufzubauen. Und es wird dann wahrscheinlich kein Let's Play sein, sondern ein Let's Show sein, mit dem wir euch dann zeigen, halt unsere Map zeigen. Und was gut auf unserem Server ist, es gibt keine Whitelist und es können auch Leute mit gecrackten Minecraft, so wie ich, ja, ich gebe es zu, so zocken. Und ja, das kommt eigentlich ziemlich gut, da ich gemerkt habe, dass sehr, 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 sehr viele Server entweder eine Whitelist haben oder dass keine Crackies drauf spielen können. Und natürlich ist ein Root-Server. Genau, ein Root-Server, das heißt 24/7, für alle, die nicht wissen, was das heißt, 24 Stunden am Tag, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, genau. Das heißt, ja, wir haben auch coole Plugins drin, wie ihr könnt eigene Grundstücke kaufen, darauf bauen und ach, ich erzähle euch nicht zu viel. Wartet auf das Let's Show, schaut es euch an. Und ja, jetzt sind wir aber gerade hier und wir haben uns extra für dieses Let's Play einen 4-Slot-Server geholt, dass ihr nicht das ganze Geschreibe und Gemecker von den anderen auf dem Server euch anschauen müsst. Und ja, ich hoffe, dass es sich lohnt. Die kleine Investition. IP wird nicht verraten. IP wird nicht verraten, da ich keinen Bock habe, dass irgendwelche lustigen Typen mit irgendwelchen lustigen Skins vor uns rumhampeln und meinen, ich will auch im Fernsehen. Das wäre nicht so schön. Ja. Und wir spielen hier auf dem Server ganz ohne Plugins und... Genau. Wir lassen es alles so, nicht dass es heißt, ihr Noobs, ihr habt euch doch geportet, da wart ihr aber letztens noch nicht gewesen. Ne, das wollen wir nicht. Ich meine, es gibt gute YouTube-Schauer und scheiße YouTube-Schauer. Die heißen meistens Hater. Die keine Vornamen. Die sind einfach neidisch auf irgendwas, da die einfach sogar zu blöd sind, sich im Singleplayer einzuloggen und selber ein Let's Play zu machen. Deswegen schreiben sie scheiß Kommentare, ey Digga, Alter, ich kann's besser, PS, spring ich um, Alter. Ne, die kennen wir doch einfach alle. Oh ja. Ja. Wir schauen auch gerne Let's Plays, ganz besonders von Kronk. Der macht super Let's Plays. Und das wird jetzt ein bisschen angelehnt. Beziehungsweise wir kämpfen uns hier auch ein bisschen durch. Und was mir gerade nicht so gefällt, ist, dass es Nacht wird. Okay, ich würde sagen, wir suchen uns mal eine Mine, wo wir uns ein bisschen. Ich hatte doch eben da, wo die Workman steht, habe ich mich nach unten gegraben. Das ist ein kleiner Raum. Okay, okay, okay. Hier, also, sogar eine Treppe. Cool. Also wir haben auf jeden Fall auch Stammspieler auf unserem Server. Manche sind scheiße, manche auch. Nein, Spaß. Wir mögen unsere User alle. Ja, aber ich würde sagen, dann bauen wir jetzt hier einfach. Das mache ich jetzt nicht mal zu, dass hier ein Creeper reinrennt. Lass doch die unterste Etage offen. Lass das doch so. Weil wenn hier dann ein Monster reinfällt, können wir die abschlachten. Okay. Das ist eine Mobfalle. Ich suche jetzt einfach mal nach Kohle. Und Mobfalle. Ich muss kurz gucken, ob ich die Brightness habe. Ja gut, voll. So, jetzt suchen wir Kohle. Ja, und jetzt an unsere Stammuser auf Forcecraft. Wenn ihr irgendjemanden grüßen wollt oder irgendwas Sinnloses, dann sagt uns Bescheid. Und könnt ihr auch über die Let's Plays irgendjemanden grüßen oder was weiß ich, jemanden beleidigen. Radiosender?
Ja, aber es eigentlich kommt doch gut an. Es ist, ja, ich grüße hier Mutgart, den Spasti. Oh Mann, das Husten kann gerade ich. Naja. Ihr seht, wir mögen ihn überhaupt nicht. Macht auch nichts. Und ja. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind irgendwelche, soll sich rassistisch klingen, irgendwelche Kampftürken, die irgendwie so als Hobby beleidigen haben. Das ist immer nett. Mein Hobby, die Schmesser, Alter. Ich mag mir das so, das ist. So, auf jeden Fall Oh, die verdammt, ich. Server-IP vom Hauptserver, kommt alles unten in die Beschreibung. Jo, da könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr es nicht erwarten könnt, das Let's Show zu sehen.